So, jetzt herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge Unknown 9 Awakening hier bei mir auf dem Kanal. Und wir in der letzten Folge sind wir in die Tunnel gegangen zuletzt. Und jetzt wollen wir rausfinden, was es hier in den Tunneln auf sich hat. Auf geht's. Ich bin hinter dir. Mein kleiner Yankee-Freund. Unglaublich. Das ist es. Allerdings war dieser Pfad schon mal in besserem Zustand. Sieht aus wie Erdbebenschäden. Sei vorsichtig. Unglaublich, wie riesig das ist. Das wirkt älter als der letzte Abschnitt. Die Architektur nahe des Terminals ist noch älter. Was genau sind Terminals? Schnittstellen. Orte, wo der Schleier zwischen unserer Welt und dem Bruch dünner ist. Gebaut von den Sahin. Die Sahin nutzen ihre Macht, aber sie haben sie nicht erschaffen. Wer dann? Das ist... Sieh mal, auf der Brücke, da unten. Das Verse? Vielleicht ein Gebet. Was war das? Wir kommen vor ihnen an. Beinahe jedes Mal. Außer ihr entdeckt sie. Was sagen Sie, Doktor? Es ist nicht mehr weit. Okay. Der Doktor kann scheinbar in die Zukunft oder kann in verschiedenen Dimensionen und verschiedenen Zeitlinien sehen. Wir müssen zum Terminal, bevor Martos in den Bruch taucht. Vielleicht ist er gar nicht, vielleicht ist er gar nicht so verrückt, der alte Opa. Neue Seite, öffne die Terminals. Hui! Warte mal, ich habe jetzt nichts übersehen. So ein Genosispunkt oder eine Schrift. Jetzt fühle ich mich alt. Wenn sich die Steine seit dem letzten Mal bewegt haben. Was sagt das dann über mich aus? Wie meinst du das? Tja, ich könnte hören, dass der Weg runter zu der riesigen Treppe in die andere Richtung geht. Aber hey, so ist das halt. Wir beeilen uns besser. Ja, Mann. Weiß, wenn man alt wird. So, gibt's hier einen Genosispunkt? Wow. Wow. Das ist unglaublich, wenn die Aufsteiger nur mal innehalten und diese Schönheit bewundern. Luther, du alter Softie. Okay, zurück an die Arbeit. Ich glaube, wir sind dem Ziel ziemlich nah. Da ist irgendwas. Sammeln. Noch ein Sahin-Steinfragment. Oh, hier auch wieder sammeln. Unglaublich. Gibt einen Haufen Zeug, aber keinen Genosispunkt. Gold, was? Goldperlerine? Der dreiköpfigen irgendwas. Okay. Warum bleibt der jetzt stehen? Ist hier vielleicht irgendwas? Habe ich da eben gerade reinguckt in die Höhle? Da war nichts. Nee. Komm, Opa. Hoho. Ich glaube, die haben was kaputt gemacht. Die Trümmer können wir nicht von Hand wegräumen. Wenn Aufgaben nicht gehen, sprengen wir sie halt frei. Bin nicht sicher, ob wir Sprengstoff einsetzen sollten. Dutzende meiner Männer sitzen auf der anderen Seite der Trümmer fest. Mach einen besseren Vorschlag oder nimm die Sprengsätze. Okay. Oh, Genosispunkt. Komm ich da runter? Noch ein Sammlerstück. Okay, wir müssen hier aufpassen. Sie werden da unten viel Feuerkraft haben. Also sehen wir uns diesmal bitte um, bevor wir uns ins Getümmel stürzen. Warum? Da vorne gibt's Ärger. Ich hole aus den Genosispunkt. So. Anomalie gefunden. Wie viel haben wir denn jetzt? Ich will nur kurz nachgucken. Wir haben 3. In der Tat. Ich glaube, wir haben in der letzten Folge schon mal geguckt, so was wir auch machen könnten. Doppeltes Ausweichen ist ganz cool. Parieren. Ich weiß halt nicht. Ich pariere zu selten dafür, ne? Und hier, wir sparen lieber auf die Anmod der Quest-Toren hier mit 5.
Also ich spare lieber auf 4 oder 5. Also ich, ja, ich spare lieber auf die End-Skills. Das nützt uns mehr. Ich glaube, jetzt werden irgendwelche Kombos und irgendwelche parieren, was ich eh nicht nie mache. Ja, das kann man immer noch skillen, wenn da genug Punkte da sind. Wenn denn genug Punkte da sind. Frage ist, ob wir noch so lange spielen, dass du alles durchscalen kannst. Das weiß ich halt nicht. Oh shit, der hat uns gehört. Oh, da ist einer. Oh, der Yankee, Alter. Kommt wieder runter, oder was? Sehr gut. Der hat eine Macke. Ich sehe es halt nicht. Ich kann mal in den Bruch gucken. Nee, geht nicht. Wir sollten auf jeden Fall so vorgehen, dass wir hier auf jeden Fall die zerlegen, die Typen lieber. Weil die Dicken, mit denen werde ich keinen Bock, mich anzulegen. Das wird nie langweilig. Nee, wird's auch nicht. Wir können den da wegholen, da unten, den einen. Dann können wir das, die eine Dings ausschalten. Da hinten ist aber noch einer. Das ist echt schwierig. Ich glaube, es endet eher im Kampf. Also können wir auch mal im Breach gucken. Ich hoffe, dass der uns ein bisschen helfen kann. Oh, 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 oh. Sichtkontakt. Aua. Aua. Der Ram-Typ. So, jetzt aber. Okay, ich glaube, die zwei müssen wir damit haben. So. Ich glaube, es sind nicht mehr so viele jetzt. Aber das ist Richard Löwenherz. Ja, das hat geklappt. Sehr gut. So, komm mal raus aus deinem Körper. Der ist eh hässlich. Ja. So wendig wie früher. Sie nee. Sind positiv. Du atmest noch. Das stimmt, aber nicht wegen sich, sondern wegen uns. Only. Hier ist ein Zettel. Seht ihr erstmal gleich. Mitteilung Nummer 9, merken wir uns mal. Dann haben wir hier noch
Mitteilung Nummer 10. 9 und 10 können wir jetzt schnell durch, gleich lesen. Aber ich will auch das eine Gerät noch ausschalten. Hier ist Nummer 11 wahrscheinlich, ne? Alter, war auch alle Mitteilungen hier drin in dem Dings. Brief 12. Okay, Mitteilung 19 und Brief 12. Okay. Das ist okay für mich. Verzeihung. Okay, das war nur ein Gerät zum Ausschalten. Ihr könnt mal ganz kurz durchgucken, hier, ob wir irgendwas übersehen haben, aber ich glaube nicht. Also, noch mal ganz kurz mal in unser Journal gehen. Journalie. Und Sammelobjekte. Ne, das ist nicht das Richtige. Wir müssen hier Sammlungen gucken. So, und dann haben wir Artefakte. Nein. Wir haben Münzen. Nein. Wir haben Fragmente. Ja, aber das ist natürlich nicht so interessant wie ein Brief. Extraktoren. Da fehlen uns auch ein paar, aber das ist ja nicht weiter wild. Wir müssen hier oben bei Dokumente gucken. Brief Nummer 12. Liebste Sophie, ich vermisse dich. Liebste Sophia, ich vermisse dich. Wahre Worte wurden nie gesprochen. Ich war wieder im Bruch. Ich fühle mich mir selbst fremd, als ob ich anders bin, seltsam, zersplittert. Mit jedem Schritt, den ich in die Wendeltreppe in den Brunnen hinabsteige, spürt man den Abstieg durch den Raum, der nicht der unser ist. Eine unbeschreibliche Annäherung an das, was überall ist. Und das Tauchen im Terminal gleicht einem Ertrinken in einem unendlich Ausdehnung von Raum und Zeit, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, alles präsent, alle zugleich. Alle Stimmen kollidieren auf einmal und gleiten dann ab vom Verstummen. Sophia, ich weiß, dass Yao irgendwo da drin ist. Ich lausche, ich suche, ich strecke alle durch alle Zeiten hindurch die Hand nach ihm aus. Ich kann ihn spüren. Ich finde ihn nicht. Doch er ist nicht verloren, nicht wirklich. Und selbst wenn ich ertrinke, ich werde ihn finden, meine Geliebte. Ich werde ihn sehen und er wird bei dir sein. An deiner Brust zu ruhen oder vergnügt in einer Ecke dieses verfallenen Anwesens spielen. Ich werde jene Welt betreten, als er Eva den Apfel zurück und den Baum hing. In der hoffnungslosen Hoffnung, dass du in der Dunkelheit zurückblickst und mein Herz erkennen mögest, verbleibe ich in Liebe, Emilio Matos. Okay, scheinbar wurde sein Sohn da irgendwie getötet und er versucht, das ist der Antrieb. Das ist sein Antrieb. So kommt es mir vor. Zur Mitteilung 9. Seit Matos den Weg in den Brunnentiefen geöffnet hat, habe ich Schwierigkeiten, meine Pflicht nachzukommen. Es ist mir, als sei diese Realität jetzt nicht als eine riesige Lüge. Hat jemand ein Heilmittel dafür gefunden? Schwester, ich brauche so bald wie möglich einen Termin bei Ihnen. Jared. Okay, die werden also langsam aufgerückt. Hier am Bruch arbeiten, an dem Dings. Mein lieber Matos, nur du konntest da die Tür so weit für uns öffnen. Ein Hoch auf unsere andauernde Zusammenarbeit, Vincent. So, das waren alle Mitteilungen, die wir gefunden haben. Alle Briefe. Und jetzt gehen wir weiter, würde ich sagen. Keine Müdigkeit vor Schützen. Alles gut? Die ganze Bude stürzt vermutlich bald ein. Die ganze Bude, hat sie gesagt. Beeilen wir uns. Der Bruch, ich spüre ihn. Er umgibt uns. Das ist das Terminal. Es ist wie ein Fahrstuhl, der tief in den Bruch hinabführt. Dieses Material fühlt sich lebendig an. Du spürst das Arm. Es durchdringt alles hier. Als ich Reika verloren hatte, dachte ich, ich höre nie wieder etwas über Arm, den Bruch, Questoren, all das. Ich habe es vermisst. Eins kann ich dir sicher sagen. Dieses Leben lässt dich nie wieder los. Das stimmt. Die Vermutung habe ich auch langsam. Ich wollte ihm nur das Gespräch nochmal kurz Zeit geben. Weil manchmal ist es so, dass du, während die noch sprechen, du rennst in so eine Situation rein, ist das Gespräch dann weg. Und deswegen habe ich jetzt mal ganz kurz hier innegehalten. Man muss auch mal innehalten können bei so einem Spiel. Man muss nicht immer durchrennen. Bin da eh kein Freund von durchrennen. Schnellreise ja, gerne mal, aber durchrennen. Nein, danke. What's the fuck? Nee, das wollte ich nicht.
Okay. Was leuchtet denn da? Abgefahren. Mein Gott. Haben wir ihn verloren? Nein, nein. Wir holen ihn raus. Im Lauf der Jahrhunderte haben so viele diesen Ort für sich beansprucht. Nicht wissend, was direkt unter ihren Füßen lag. Was war in diesem Dorf eigentlich so wichtig? Kann ich nicht überwältigen. Was? Na, komm her, Krolle. Wie hast du das gemacht? Das ist Angriff. Wow. La 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 la. Bitches. Be like. Wow. Festoren sind also da. Nein, 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 nein. Ah, shit. Jetzt hab ich dich. Nein, nein, nein. Unsere Beute ist verwundet. Nein, 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 nein. Oh. Ich habe mir eine größere Herausforderung erhalten. Scheiße. Hätte mir eine Kröte raus so lange erhofft. Blöde Scheißkuh. Ach, Mist, Alter. Ich war so kurz davor. Immerhin gibt es hier einen Hauch von Zivilisation. Oh nein! Lo! Tja! So, da geht mal immer Saures. Und dann gleich noch Süßes hinterher. Wo ist die Oma hin? Scheiße! Oh. Was kann ich mit der machen? Ja, Mann. Er lebt. Was stimmt nicht mit ihm? Er ist im Bruch gefangen. Wir können ihn nicht einfach hier lassen. Wir müssen das Portal reaktivieren. Damit rechne doch der Dings. Das will er doch, dass wir das machen. Mathos Gerät ist hinüber, aber vielleicht schaffst du es auf die altmodische Art. Ja, das habe ich mir gerade gedacht. Sahin-Tisch aktivieren.
Okay, aber ich muss mir das Typische umgucken. In den Bruch tauchen mit E. Ich will jetzt gucken, ob es irgendwelche Gnosis-Punkte oder was gibt. Weil, wer weiß, ob wir dann wieder nochmal hier durchrennen können. Zurück muss man ja irgendwie, logisch, unser Körper bleibt ja hier. Was ist das? Das ist einfach nur so, nehme ich an. Scheint es nichts zu geben. Das Spiel war auch nicht so das Versteckt-Spiel, also das... Versteckt die Items auch nicht wirklich, also wenn du Gnosis-Punkt, dann siehst du den eigentlich, wenn du den... Wenn du mal genau guckst. Das ist so eine Art Brücke oder sowas hier, ne? Hier kann ich hoch, oder? Nee. Das ist eine Art Käfig. Ja, weiß ich nicht. Ja, ich spare den einen Punkt noch. Vielleicht gibt es da drüben noch mehr irgendwie. Keine Ahnung. Muss da irgendwie aufbauen können. Hier drüben gab es da vielleicht noch einen Gnosis-Punkt. Ist ja schön, noch gerne einen zu haben. Ich möchte die, die Questoren, die eine Sache von den Questoren leveln. Das scheint alles nur Deko zu sein, soweit. Soweit so schlecht. Da ist nochmal Martos sein Dings. Komm, wir machen es einfach jetzt. Würde ich sagen. Ich muss den Fluss des Arm umleiten, um den Altar zu aktivieren. Ach, deswegen die Dinger. Ah ja, stimmt, das hatten wir schon mal. Der Fluss des Arm. Wo ist der Eingang des Armen? Also von wo kommt der Arm? Das ist doch die Frage. Okay, den kann ich nur so und so drehen. Also ich denke mal, wenn dann ist so richtiger, oder? Das ist doch niemals so komplex. Das Arm muss wahrscheinlich da in die zwei Statuen rein, da nehme ich an. Das sind immer drei Statuen. Deswegen kann ich ja da oben lang laufen wahrscheinlich. Lass uns mal, ich glaube, da kommt die, das AM her, wo ich da voll vorstand bei eben und hab gesagt, das ist aber komisch, das weiß ich, was das soll. Ah, genau. Nummer 1. Ja. So habe ich mir das gedacht. So habe ich mir das gedenkt. Ah, ich denke gedenkt. Oha. Komme ich hier wieder hoch, sag mal? Jo. Ah, da komme ich nicht so einfach hin. Von hier aus. War schon fast richtig. So, und jetzt der letzte. Jetzt sollte der Altar funktionieren. Oha. Was für ein geiler Altar, Mann. Der Altar von Raum und Zeit. Den aktivieren wir jetzt. Aber was der Altar genau macht, das sehen wir leider aus in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns im Bruch.